Auf der anderen Seite hat er auch, und das habe ich sehr geschätzt an ihm, nicht nur die Perfektion gesucht, sondern das Musikalische, den musikalischen Ausdruck. Herr Zehetner, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, Gerne. Uns Ihre Erinnerungen heute zu erzählen. Sie sind ja Stimmführer der zweiten Violinen und Sie haben begonnen 1980 im Wiener Staatsopernorchester, ja, und dann 1983 sind Sie aufgenommen worden. Richtig, ja. Zu den Philharmonikern. Und können Sie sich, oder wie würden Sie so Ihren Einstand beschreiben? Was war denn so das erste Erlebnis, an das Sie sich erinnern können mit den Philharmonikern? Das erste wirklich langanhaltende und prägende Erlebnis war wahrscheinlich im Herbst 1980, diese siebenwöchige Tournee nach Japan. Die hat bestanden aus 4 Wochen Operngastspiel und unmittelbar daran 3 Wochen philharmonische Tournee. Also ein sehr langer Zeitraum, den man da unterwegs ist. Ja. Im Prinzip mit doch einer, nicht der kompletten Anzahl der Kollegen, aber man lernt sich da einmal ganz gut kennen. Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Das war sicherlich eine sehr prägende oder beeindruckende und beeinflussende Zeit für mich. Ja. Gleich am Beginn der aktiven Laufbahn. Diese lange Tournee. Ansonsten sind natürlich die Highlights das Neujahrskonzert, das erste, das man spielen darf. Ja, das glaube ich. Das sind einfach die Schwerpunkte. Das Orchester hat halt damals im Gegensatz zu jetzt relativ viele Schallplattenaufnahmen noch gemacht. Ja. Der Schallplattenmarkt war damals wirklich noch vital, gesund, ja, und es wurde relativ viel aufgenommen. Wir haben auch Opern aufgenommen, gar nicht so wenige. Das hat stattgefunden hauptsächlich in den Sophiensälen. Ah ja, und die ja dann leider abgebrannt sind. Allerdings erst viel später. Ja, also das, absolut. Aber da hat sich sehr viel getan in diesen Räumlichkeiten, was doch intensive musikalische Dokumente sind. Ja. Was faszinierend war an der damaligen Zeit, das war schon das regelmäßige Arbeiten mit den ganz großen Dirigenten der damaligen Zeit. Ja. Es gab, ich habe noch die allerletzten Jahre von Karl Böhm erlebt. Ja. Leonard Bernstein natürlich, der jedes Jahr auf 2 oder 3 Wochen nach Wien kam, und natürlich Herbert von Karajan. Sie haben vorher erwähnt, Sie waren in Luzern mit Herbert von Karajan. Das war dann schon ein bisschen später, das war 84. Ja. Da gab es ja diesen allseits bekannten Bruch in Berlin. Ja. Die Auseinandersetzung wegen vielerlei Dingen zwischen den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten. Wir wurden damals als Orchester von ihm in Salzburg angefragt, ob wir die Konzerte, die er mit den Berlinern in Salzburg Ende August immer gemacht hat, und natürlich dann programmgleich auch in Luzern, ob wir die übernehmen könnten. Das war nicht einfach, weil wir ja selbst bis Ende August in Salzburg beschäftigt waren und 2 Konzertprogramme dazu nehmen mussten zum schon vorhandenen, und dann natürlich auch die Koordination dieser Reisetätigkeit, dass man unmittelbar nach Salzburg, nach Luzern reist. Wir sind ja doch im Sommer 6 Wochen in Salzburg, und da ist man mit Familie, mit Sack und Pack einfach dort und braucht zumindest
den einen Tag, um wieder zurück nach Wien zu übersiedeln. Es war damals nicht möglich. Wir sind tatsächlich von Salzburg in einem Nachtzug in die Schweiz gefahren, um das Ganze abzuwickeln. Und sie waren dann relativ lang. Und wir waren dann fast eine Woche in Luzern, weil natürlich vier Konzerte dort gespielt wurden dann von uns. Die zwei, die mit Claudio Abbado geplant waren, haben wir natürlich auch gemacht, mit den zugehörigen Proben. Und die zwei Konzerte, die mit Herbert von Karajan dann auch in Luzern gespielt wurden. Aber es war eine tolle Woche, sehr intensiv. Und es war natürlich faszinierend, weil wir ihn damals auch ein bisschen persönlich spüren konnten. Er war auch wirklich dankbar, dass sich das Orchester dafür entschieden hat, das zu übernehmen, was nicht so selbstverständlich ist. Es kann ja durchaus eine Abstimmung dann so ausgehen, dass es heißt, nein, das ist zu viel, wir schaffen das nicht, oder wir haben. Also das war schon auch seitens des Orchesters eine, wie soll man sagen, eine Ehrenbezeugung ihm gegenüber. Und er hat sich dafür seit seines Lebens wirklich immer bedankt. Das ist schön. Und wie war denn so sein Umgang vor allem auch mit den jungen Musikern, mit denen, die sozusagen neu zum Orchester dazugekommen sind? Sie waren ja damals noch relativ frisch beim Orchester. Ich war relativ jung. Er war jungen Leuten gegenüber immer offen und aufgeschlossen. Also da gab es eigentlich im Gegensatz zu manch anderen Altmaestri, gab es kein Problem. Er war auch ja immer für Neuerungen offen. Er war nicht nur der Kompetente in Sachen Interpretation für die damalige Zeit. Das war ja schon, das lag bei ihm, dass man gesagt hat, da ist das gesamte Wissen und die Erfahrung in einer Person. Er war auch der Technik gegenüber einfach ständig aufgeschlossen, am neuesten Stand zu sein. Menschen, die so, die diese Eigenschaft haben, haben auch nichts gegen junge Leute. Er war, selbst im persönlichen Umgang, es gab in Luzern die Situationen, dass er im Hotel auf der Terrasse saß mit seiner Familie und manche jüngere Kollegen haben sich dann an seine Töchter herangemacht. Das war eigentlich recht lustig. Und das hat ihn eigentlich nicht gestört. Er war da, er hat auch immer wieder Kollegen eingeladen. Also er war im Gegensatz zu dem Eindruck, den viele Menschen von ihm hatten, diesem Eindruck der Unnahbarkeit, einer gewissen steifen, abgrenzenden Positionierung seiner Person, war er eigentlich ein sehr lustiger Mensch und durchaus zugänglich und offen für Zwischenmenschliches. Ja, schön. Ich habe das nur durch einen kleinen Film gesehen. Es sind so kurze Ausschnitte zwischen den Proben, wenn er dann Anekdoten oder kleine Witzchen Richtig, erzählt, ja. um so die Probensituation aufzulockern. Gibt es so, gerade aus dieser Probensituation, gibt es da irgendwas, an was Sie sich besonders erinnern können? Naja, es gab einen Konflikt, der auf Lebenszeit stattgefunden hat, zwischen ihm und einem Kollegen, der in der Zeit, als er Staatsoperndirektor war, im Betriebsrat war. Und da dürfte irgendetwas zwischen den beiden hängen geblieben sein, was nie aufgelöst wurde. Der Kollege hat sich bemüht, immer, wenn Herbert von Karajan bei uns dirigiert hat, dann auch zu spielen, teils um ihn zu ärgern oder ich weiß nicht was, wenn er ihn sieht. Es gab aber dann relativ in einer der letzten Proben, die wir hatten, gab es dann etwas sehr Versöhnliches, wo sie sich auch nachher die Hand gegeben haben, umarmt haben. Also es hat sich auch das sogar noch aufgelockert. Aber da gab es
bei den Proben hin und wieder spitze Bemerkungen. Das schon. ja. Meine spitze Bemerkungen gab es in vielerlei Hinsicht. Eine der lustigsten, die ich in Erinnerung habe, unser damaliger Konzertmeister Gerhard Hetzel Ja. hat viele Jahre auf einer ganz modernen Geige gespielt. Das war ein Wiener Geigenbauer namens Kugler. Der hat seine Geigen ganz rot, mit einem roten, wirklich intensiv roten Lack versehen. Hat gesagt, die ganzen großen alten Geigen hatten auch diesen Lack und das verändert sich dann über die Zeit Ja. und schaut dann so aus, wie wir sie jetzt kennen. Das ist seine Meinung. Gut, Hetzel hat auf dieser roten Geige gespielt. Es gab an irgendeiner Stelle kurze Diskussion, welchen Bogenstrich man dort spielen soll. Der Hetzel hat gesagt, das findet er nicht gut, was Karajan wollte. Und Karajan hat dann so zu ihm hinuntergeschaut. Er hat gesagt, also das muss doch jetzt gehen, jetzt mit der frisch lackierten Geige. Und damit war der Widerspruch dann auch erledigt. Man hat das Ganze einfach Ja. aufgelockert. Also solche Sachen waren schon auch seines. Ja. Und war es eine intensive Probenarbeit oder wie war denn das? Ich meine, in den 80ern hat er ja schon viel mit ihnen gespielt gehabt, er hat das Orchester gut gekannt und das Repertoire war natürlich, hat man schon oft miteinander gespielt gehabt. Naja, es gab zumindest für uns damals Junge Ja. im Orchester, gab es schon natürlich sehr viel Neues. Rosenkavalier mit ihm war einfach ein Erlebnis. Ja. Er hatte ja damals die Gepflogenheit, dass er die Opernproduktionen, die er in Salzburg gemacht hat im Sommer, gleichzeitig auch als Schallplatte oder CD dann später präsentiert hat. Und wir hatten daher im Frühjahr vor dem jeweiligen Salzburg-Sommer die zugehörigen Aufnahmen. Das war unglaublich faszinierend, ihn zu erleben. Nicht nur, wie er mit dem Orchester versucht, seine Vorstellung, seine Interpretation umzusetzen, sondern auch, wie er mit den Sängern gearbeitet hat. Das waren ja an sich die größten Sänger der damaligen Zeit. Er hatte natürlich seinen Kreis von Sängern, mit denen er gut konnte und wo er auch wusste, worauf er sich verlassen kann. Aber er hat an so vielen Details gearbeitet und er wusste, was eine Stimme braucht. Er hat alle diese Dinge einfach selbstverständlich gewusst. So wie wenn heute, wie wenn man sagt, man muss nicht googeln, Ja. um etwas zu erfahren, wie es jetzt wirklich ist, sondern er hatte das wirklich im Kopf und konnte es mit einer Selbstverständlichkeit umsetzen. Das war schon toll. Da hat er aber auch bestanden auf seinem. Ja. Auf der anderen Seite hat er auch, und das habe ich sehr geschätzt an ihm, nicht nur die Perfektion gesucht, sondern das Musikalische, den musikalischen Ausdruck gesucht beim Spielen. Es gibt da zum Beispiel im Rosenkavalier diesen Auftritt des Ochs von Lerchenau. Wir haben uns damals bemüht, für die Schallplattensitzung in diesen 32. Figuren perfekt zu spielen. Hat er abgebrochen und hat gesagt, das gehört nicht perfekt. Das ist nicht der Mensch. Der Mensch, der schluddert ein bisschen herein. Und diese Figur soll das darstellen. Wir sollen das doch ein bisschen frei und nicht so genau spielen. Also da ging es ihm einfach um die Musik, um das, was die Musik erzählt. Und das war schon faszinierend. Ja. Und was mir auch immer im Gedächtnis bleibt, weil es so eine unglaublich schöne Aufnahme ist, ist damals mit der Jessie Norman, wie sie das, es war das Tristan. Liebestod, ja. Tristan in Salzburg. Das war auch für mich eine der berührendsten Konzerte, eines der berührendsten Konzerte, die ich erlebt habe. Da hat sowohl er als auch die Jessie Norman alles gegeben, was man sich vorstellen kann. Oder es hat einfach ideal gepasst, sagen wir es so.
Das war eine Art, wo zwei das gleiche Erleben darstellen wollten, auch wenn es ganz andere Hintergründe gab. Es geht ja bei der Musik dann doch letzten Endes darum, je authentischer ich eine persönliche Lebenserfahrung mitteilen kann über die Musik, umso intensiver kommt es auch beim Publikum an. Das war damals einfach wirklich, wirklich faszinierend Also ich anscheinend. würde sagen, es war Ihr Highlight mit Karajan oder eines der Nachdem ich Highlights. leider das Neujahrskonzert mit ihm unfreiwilligerweise nicht spielen durfte, weil ich damals im Kartenverkauf tätig war für dieses Neujahrskonzert und auch das schwärmen die dabei waren bis heute, dieses Gastspiel in Amerika. Der Carnegie Hall, damals dieses Da, Bruckner 8-Konzert. genau, da konnte ich leider auch nicht dabei sein. So gesehen war dieses Salzburg-Konzert mit Jesse Norman wahrscheinlich eines der Highlights. Dann danke ich Ihnen sehr, Herr Zirkner. Wunderbar. Ich bedanke mich auch. Danke.